Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Lateinnachhilfe Nummer 86. Das fängt ja gut an. Nummer 87. Seneca, De Brevitate Vitae, Teil 2. Ich scroll hier einmal durch, was ich bisher ins Netz gestellt habe und sage dabei, dass ich mich bei allen für die vielen konstruktiven Vorschläge bedanke. Ich bedanke mich bei allen, die mir eine Mail geschickt haben, die mir eine Nachricht geschickt haben, die Vorschläge machen, was ich noch machen könnte, die Bitten aussprechen, die mich loben, die mich kritisieren. Ich lese jede Mail gerne. So, wenn euch das zu schnell gegangen ist, ist das kein Problem. Ihr könnt ja das Video anhalten. Wir sind gekommen bis zu dem ersten Abschnitt. Wir haben das schon in die kolometrische Schreibweise geteilt und jetzt wollte ich einmal versuchen, das mit euch zu übersetzen. Ich sage dabei, es gibt natürlich Millionen von Übersetzungen im Netz. Ich werde so wörtlich wie möglich übersetzen, um dann auch einen größtmöglichsten Spielraum für die Interpretationsmöglichkeiten zu geben, die ihr da habt. Das ist bei Seneca unumgänglich. Also wir haben bereits, das Leben wird in drei Teile geteilt, was war, was ist und was sein wird. Jetzt steht da ex his, quod agimus breve est. Wir übersetzen einmal, die Verben sind schon markiert, die Nebensätze eingerückt und ich übersetze einmal den ersten Hauptsatz. Von diesen ist kurz, von diesen, ich füge da jetzt erstmal nichts ein, von diesen, breve est, ist kurz, quod agimus, was wir tun. Also, von diesen, Komma, so stelle ich mir das vor. Was wir tun, Komma, ist kurz. Jetzt quod acturi sumus, Partizip futur aktiv, was wir tun werden. Dubium, zweifelhaft. Quod egimus, agere ago egi, was wir getan haben, certum, sicher. So, das ist eine, ich sage einfach mal ganz wörtliche Übersetzung, sicherlich nicht die schönste. Die Übersetzung bietet jetzt natürlich Möglichkeiten, der Interpretation, die ich jetzt einmal nicht vorgeben möchte. Ich mache ja hier keinen Grundkurs in Philosophie mit euch, möchte euch auch nicht meine Meinung aufzwingen, wie man Seneca jetzt zu übersetzen hat, sondern ich gebe einfach mal hin, das ist dann eben Aufgabe des Unterrichts, was man als Lehrer, als Dozent, als Referendar daraus macht und was man da mit den Schülerinnen und Schülern bespricht. Gut. Jetzt geht's weiter. Wir wollen uns mal anschauen, hoc est enim. Ich mache einmal die Verben. Wir haben hier das est. Dann haben wir in quod, das ist ein Nebensatz, mit dem Verb perdidit. Und quod, das rücke ich jetzt auch einmal ein, obwohl das ein in den obigen Nebensatz schon eingeschobener Satz sein kann. Wir sehen einmal hier hinten das Verb und noch davor steht reduci, noch einmal eine Verbform. Ja, ich übersetze zuerst den Hauptsatz. Das ist, denn das ist es, denn das ist es, Komma, O. In quod, das kann jetzt tausend Sachen heißen. In was, wohin, wozu. Ich schreibe jetzt einfach mal in was. Und jetzt ist ganz schwierig, Fortuna. Fortuna kann natürlich sein ein Nominativ, Schicksal, Los, Glück. Kann aber auch sein ein Ablativ. Durch das Schicksal, durch das Los, durch das Glück, weiß der Kuckuck. Dann muss man im Lexikon nachschlagen. Jus juris ist Neutrum. Das heißt, Jus kann Nominativ oder Akkusativ sein.
Das würde für das Fortuna bedeuten, es kann Subjekt sein und perdidit von perdere verderben. Jetzt schreibe ich einmal, in was das Los das Recht verdorben hat. Komma, nächste Zeile. Quod. Was? Achso. Also, was? Und zwar, wir gucken uns wieder das Verb an. Reduci post est, zurückgeführt werden kann. Arbitrium ist eigentlich Schiedsspruch, Urteil, Willkür. Auch da muss man im Lexikon nachschlagen. Und nullius ist Genitiv. Also in arbitrium, auf die Frage wohin, steht ja der Akkusativ, was zurückgeführt werden kann, in arbitrium, in das Urteil nullius, keines einzigen. Was in das Urteil keines einzigen, was habe ich gesagt, zurückgeführt werden kann. Zurückgeführt werden kann. Muss ich einmal eben hier diese Fettmarkierung, vielleicht mache ich doch mal in Zukunft so eine Tabellenform, dann ist das, glaube ich, etwas einfacher zu handeln. Ihr seht, ich möchte das nochmal betonen, hier jetzt an dieser Stelle, das ist sicherlich eine wörtliche, grammatikalisch korrekte Übersetzung. Ob es eine von der Semantik, also vom Sinn her sinnhafte Übersetzung ist, das wage ich jetzt erstmal selbst stark zu bezweifeln, obwohl ich das jetzt geschrieben habe. Ich denke mir, man muss anders haben, ist egal. Man muss hier einmal auf den Text gucken und ihr seht schon, wenn man jetzt einmal den Text von oben nach unten liest und sich fragt, was hat man denn da eigentlich übersetzt, dann wird das ein bisschen klarer. Das Leben wird in drei Teile geteilt: in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Jetzt weiß man auch, von diesen drei Zeiteinheiten ist die Gegenwart kurz. Die Zukunft fragwürdig, ungewiss und nur die Vergangenheit ist sicher. Jetzt seht ihr, hört ihr, wisst ihr, dass ich da schon angefangen habe zu interpretieren. Ob das jetzt so gemeint ist oder nicht, das ist wieder eine Frage der, ja, der Erörterung, der Analyse, der Diskussion, der Interpretation. Ich mache das jetzt einmal vor. Hier unten, da gebe ich natürlich auch einen Tipp zu, denn das ist es. Man muss sich jetzt erstmal fragen, hoc, was ist denn jetzt mit hoc überhaupt gemeint? Denn das, ja, was denn jetzt? In was, wozu, warum? Und jetzt habt ihr hier eine relativ komplizierte Stelle und zwar sage ich auch kompliziert deshalb, denn wenn ihr in ein vernünftiges Lexikon schaut. Also jetzt nicht so ein 5-Euro-Lexikon, ja, das sage ich jetzt einmal so, es soll jetzt nicht arrogant klingen, dann wird man für Fortuna mehrere Dutzend Ausdrücke finden. Man wird auch für Jus mehrere Dutzend Ausdrücke finden und man muss dann eben, man ist gezwungen, wenn man die Stelle interpretiert, den Ausdruck hier einzufügen, den man für den Kontext, den man für den besten hält, was den Kontext angeht. Ja, auch Arbitrium gibt es auch ganz viele, habe ich eben schon gesagt, ganz viele Übersetzungen für. Da muss man dann eben entscheiden, ich nehme das und das und dann ist das sinnvoll und passt da einfach rein. So, wir machen einfach mal weiter. Ad qui hic pars temporis nosti extra regnum fortunae subducta est, ein Verb. Quam non inopia, non metus, non morborum in cursus ex agitet, ein Verb. Hic pars temporis nec turbari, nec eripi pot est. Da guckt man hin, natürlich ist einmal pot est ein Verb. Und jetzt weiß man oben schon von reduci, Infinitiv, Präsens, Passiv. Nec turbari, nec eripi, Fettgedruck.
perpetua eius et intrepida possessio est. Bei est gucke ich immer so ein bisschen nach links, ob das vielleicht dazugehören könnte. Fett und den nächsten Abschnitt nehme ich erstmal nicht mit. Okay. Wir schauen einmal uns das erste an, und zwar also diesen ganzen Passus hier, dieses Satzgefüge, könnte man höchstens dieses Quam, könnte eventuell ein Nebensatz sein. Dann aber die anderen Wörter sind non, leitet keinen Nebensatz ein, non leitet keinen Nebensatz ein. Hek lautet, ist auch kein Nebensatz. Hier muss man einmal nochmal das Satzzeichen beachten. Könnte ich nochmal eine Leerzeile machen. Hier mache ich auch nochmal eine Leerzeile. Dann mache ich hier nochmal eine Leerzeile. Da gibt es jetzt erstmal nicht viel zu gucken. Dann gucken wir einmal nochmal nach KNG-Kongruenzen und nach Präpositionen. Nostri extra regnum. Ja, unterstreiche ich mal. Non in open, non mit, in cursus est, hec pas temporis, nec perpetus et intrepida possessio est. Mehr sieht man da erstmal nicht. Gut, dann kann man einmal herangehen und die Wörter nachschlagen. Ich mache das einfach mal. Subducta entführen. Behaupte ich jetzt mal. Adqui ist sowas wie adque. Wir gucken einmal, hec pars ist dieser Teil, temporis, Genitiv zu tempus, der Zeit, und zwar temporis nostri. Also, und dieser Teil unserer Zeit, schreibe ich einmal darunter, und dieser Teil unserer Zeit, ich wollte das jetzt gar nicht fett haben, subducta est, habe ich eben gesagt, ist entführt worden, ist entzogen worden. Ich schreibe mal, ist entzogen worden. Extra regnum fortunae. Aus dem, ja regnum hier, Herrschaft, Herrschaftsbereich. Aus dem Herrschaftsbereich fortuna. Los, Schicksal, Glück, Kismet, was weiß ich, aus dem Herrschaftsbereich des Schicksals. Ich entscheide mich jetzt spontan für das Wort Schicksals. Und Herrschaftsbereich schreibe ich auch noch groß. So. Jetzt steht hier, quam non inopia, non metus, non morborum in cursus ex agitet. Müssen wir uns einmal non inopia quam, das quam ist schwierig, ja, wie als den, ich lasse das einmal offen, nicht Mangel. Nicht Furcht, nicht non morborum in cursus, nicht in cursus, Einfall der Krankheiten, nicht plötzliche Krankheiten. So, ex agitare, austreiben, quälen, beunruhigen, ex agitare, austreibt, beunruhigt. Ich nehme einfach mal beunruhigt, Semikolon. Quam, nicht Mangel, einfach den.
hiervor war gesagt, ist er aus dem Herrschaftsbereich des Schicksals, den, die. Muss man sich wieder fragen, worauf bezieht sich das? Ja, wieder eine Möglichkeit der Interpretation. Machen wir die letzten zwei Zeilen eben auch noch. Hec pars temporis, dieser Teil der Zeit, dieser Teil der Zeit, turbare, verwirren, irrippere, herausreißen, kann weder verwirrt noch herausgerissen werden. Perpetua eius et intrepida. Perpetuus, ewig, intrepidus, frei von Sorgen. Ewig possessio est. Ewig ist der Besitz und frei von Sorgen. Ja, was haben wir vergessen? Ewig ist der Besitz dessen, ewig ist der Besitz davon und frei von Sorgen. Ihr seht, ganz viel Möglichkeit der Interpretation, so soll das sein, ganz viel Möglichkeit mit Hilfe des Lexikons die Sachen herauszuinterpretieren. Des Weiteren seht ihr jetzt schon an dieser Stelle die Besonderheit von Seneca. Seneca versucht ja mit relativ einfachen Worten, mit relativ einfachen Satzstrukturen so ein bisschen Alltagsphilosophie den Menschen näher zu bringen. Ja, zur Philosophie gehört, dass man philosophiert, auch über die Sachen, die man übersetzt. Da habt ihr sicherlich viel zu diskutieren, viel zu reden, auch viel anders zu übersetzen, als ich das jetzt vorgemacht habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich mache das natürlich weiter mit dem letzten Teil. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr auch das dritte Video einschaltet und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.